Hallo Yogi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yogi aus Spotlight. Das ist die gute Jana. Und der ist der Dirk. Ja, und heute heißt es magischer Flausch mit Mütze. Wir stellen euch das neue Zubehörset zum Magikuribo vor. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Heute gibt es noch kein Gewinnspiel, was wir auflösen können, denn das Gewinnspiel zu unserem OTS 18 Opening läuft noch. Das heißt, ihr könnt noch fleißig daran teilnehmen und gleichzeitig habt ihr auch die Chance, diese Woche wieder einen richtig coolen Preis zu gewinnen. Ja, und zwar haben wir von Ultimate Guard wieder eine richtig schicke Mat-Pot-Dose, wo ihr eure Spielmatte gut sicher aufbewahren könnt und dieses Mal in einem wirklich flashy, shiny Green, also richtig schick. Mat-Pot-Dose. Mat-Pot-Dose, ja, Mat-Pot-Dose, genau, von Ultimate Guard. Genau, eine Mattendose. Eine Mattendose, genau. Genau. Ja, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr auch nur drei einfache Dinge tun. Genau, ihr müsst diesen Kanal abonnieren, ein Like dalassen und einen freundlichen Kommentar schreiben. Dann seid ihr bei der Verlosung auch schon mit dabei und wir drücken natürlich wieder allen Teilnehmern ganz kräftig die Daumen. Toi, toi, toi. Ja, ein bisschen Bewegung gab es ja bei uns. Neben dem OTS 18 Opening haben wir auch vor kurzem uns schon mal vor dem offiziellen Release von Hidden Arsenal Chapter 1 mal ein bisschen angeguckt, was uns da in dem Set auch erwartet. Neben den coolen Würfeln, die wir ja schon gezeigt haben. Da gibt es aber noch einen geheimen Würfel. Richtig, genau. Neben den 5 Würfeln, die wir ja schon zeigen konnten, weil wir sie ja schon bekommen haben, gibt es auch einen geheimen Würfel mit dem Berserkerschlag und dem geflügelten Kuribo drauf. Na, also von daher, wenn ihr da ein bisschen Glück habt, habt ihr sogar diesen coolen, seltenen Würfel noch bekommen. Der ist blau, ne? Der ist blau. Richtig schicken Blau. Ja, cool. Wirklich cool. Also, ja. Oder toll, vielleicht habt ihr ja das Glück gehabt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Glück gehabt habt und einen dieser tollen Kuribo-Würfel erhalten habt. Ja, außerdem gab es neue Deckprofile. Unter anderem habe ich mein Doppel-Avatar-Deck vorgestellt und da gab es auch schon die ersten Kommentare mit anderen, ja, sag ich mal, Ergänzungsmöglichkeiten. Ne? Mhm. Also von daher, da dürft ihr gerne noch ein bisschen weiter reingucken. Und der gute Robert und der gute Christian haben euch die besten Ungeheuerkrieger vorgestellt. Also von daher, falls sich da nochmal die Ungeheuerkrieger-Themen auch interessieren, schaut da mal rein. Da kriegt ihr bestimmt ein paar interessante Inspirationen, was so die besten Ungeheuerkrieger sein könnten. Definitiv. Die Listen von denen sind ja wirklich immer sehr gut dargestellt und auch erklärt. Von daher, Blick hinein lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, genau. Ja, und zu unserem Hidden Arsenal Chapter 1 Opening haben wir auch wieder ein paar fleißige Kommentare von euch gesammelt, denn ihr habt schon wieder ausgiebig geschrieben und eure Meinung kundgetan. Genau, wir fangen einfach mal mit dem Kommentar an von Andreas Bray. Echt sehr coole Karten dabei. Der Holo-Effekt ist nicht unbedingt mein Favorit, aber eine schöne Abwechslung und für Sammler natürlich auch ideal. Starke Reprints sind auch dabei. Was will man mehr? Tja, noch bessere Reprints vielleicht? Das ist richtig. Aber ich muss halt sagen, dieser Holo-Effekt, da bin ich tatsächlich ein bisschen dabei. Es sieht ein wenig interessant aus. Also, ich sagte, es sieht so aus, als wenn die Karten Masern hätten. Ja, das sah tatsächlich hinterher in der Gesamtübersicht wirklich so aus, als hätten wir überall Sprenkel auf den ganzen Karten verteilt. Es hat geregnet, da sind die ganzen Wassertropfen. Ja, genau, weil wir uns vor heute so sehr mit Sabber vollgespuckt haben, dass alles dann reflektiert hat. Nein. Das erinnert mich an eine Anekdote von meiner Mutter, wo irgendwann hatten wir mal ein Problem mit dem Navi. Und dann ist mein Cousin nach draußen gegangen und hat versucht, das einzustellen, das Navigerät fürs Auto. Und dann kam er wieder rein und meine Mutter war total irritiert, weil draußen hat es ein bisschen geregnet. Und sie fragte, was das für ein komischer Effekt wäre, der jetzt da drauf ist. Dabei waren das nur diese ganz feinen Regentröpfchen. Und so genau sehen die Karten halt auch aus. Ja, aber trotzdem für Sammler ist dieser Dual-Terminal-Holographie-Effekt wirklich eine coole Sache. Also mir gefällt der wirklich auch. Das ist wirklich mal wieder was anderes, ne? Durchaus eine schöne Abwechslung. Ja, vor allem, weil es auch eine Seltenheit ist, die eigentlich auch schon länger existiert, aber bei uns in den europäischen Raum auch nie angekommen ist, weil das wirklich eine rein amerikanische, sag ich mal, Geschichte war, beziehungsweise eine japanische. Weil diese Dual-Terminal-Karten, die gab es ja nur an diesen Automaten, die haben wir in Europa ja nie bekommen. Deswegen finde ich es halt schön, dass wir diesen Import jetzt auch mal noch nachgelegt bekommen haben. Auf jeden Fall. Und die Reprints natürlich auch genial. Da waren wirklich ein paar coole Sachen dabei. Das Set lohnt sich definitiv. Also Hidden Arsenal. Set. Ja, vor allem auch für Einsteiger sehr gut geeignet, weil die Themen sehr einsteigerfreundlich sind. Ja. Sie sind halt nicht so übermäßig überladen mit vielen Effekten, sondern wirklich klein und geschmeidig gehalten mit einfachen, simplen Effekten, die trotzdem noch interessante Kombinationsmöglichkeiten erlauben. Also von daher da ein sehr einsteigerfreundliches Set. Genau. Dann machen wir weiter mit dem Beitrag von Julian Berg. Also ich bin einer der wenigen Hidden Arsenal Fans und ich werde mir noch ein paar Booster davon holen, damit ich mein Sagenhaft-Deck mit der Dual Terminal Rarity aufstocken kann. Und ich bin echt froh, dass die Bambussprossen und Naturia Kirschen einen Reprint bekommen haben. Naturia ist auch ein tolles Thema. Ja,
gerade auch solche Karten wie die Sprossen oder auch die Kirschen waren damals ja wirklich sehr, sehr beliebte Karten, auch wirklich sehr starke Karten in dem Format, als die Hidden Arsenal Sets rauskamen, weil sie auch einen sehr guten, sag ich mal, Spielfluss noch ermöglichten, weil die Kirschen sich ja immer wieder gegenseitig nachbeschwören konnten und die Bambussprossen waren eine sehr gute Control-Karte. Von daher, finde ich auch schön, dass die Karten auch noch den Reprint auch bekommen haben, auch in diesem Dual-Terminal Rare entsprechend halt. Kommen wir zum nächsten Kommentar von Testingo D. War mir unsicher, ob ich ein paar Hidden Arsenal Booster hole, aber nach diesem Opening wirklich eine tolle Auswahl an Karten. Ein paar werden es dann wohl werden. Uff, mein armer Geldbeutel. Ja, das ist immer das größte Problem, wenn man wirklich tolle Sets hat, wo viele coole Sachen drin sind, dann blutet so ein bisschen das eigene Portemonnaie, weil man halt sich die Karten auch gerne zulegen möchte. Ne? Ja. Kann ich da sehr gut verstehen. Also ich bin ja auch so ein leidenschaftlicher Sammler, was einige Sachen angeht. Deswegen tut das auch so ein kleines bisschen auch immer dann halt weh. Wenn ein ich kleines dann, bisschen? Ja. Kommt halt drauf an, wie exzessiv dann der Kaufrausch zuschlägt. Ne? Ja, solange man sich dann noch ein bisschen im Griff halten kann, das ist dann auch okay, weil es ist halt ein Hobby, ne? Wie jedes andere auch. Es ist ein Hobby. Ne? Ein Hobby kostet Geld, aber man muss auch sagen, viele Sets bieten ja wirklich auch sehr gute Karten dann für das Geld an. Und ich finde jetzt gerade auch so bei diesem Hidden Arsenal Set waren viele wirklich tolle Sachen dabei, sodass es selbst sich auch schon lohnt, sich nur ein paar Booster zu holen. Dann, manche schlagen natürlich dann auch direkt bei ganzen Displays zu, aber auch bei einer Handvoll Boostern hat man ja schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wirklich tolle Karten zu kriegen. Das stimmt. Ja, und im Zweifelsfall, falls einem noch hinterher Karten fehlen sollte, kann man sich die fehlenden Exemplare dann auch einfach einzeln noch kaufen. Also die Möglichkeit gibt es halt auch. Genau, und vor allem hat Hidden Arsenal auch den Vorteil, es ist ein Set, was sehr kostengünstig daherkommen wird, weil die Karten durch ihre, sag ich mal, durch ihr Alter nicht ganz so spielstark sind, dementsprechend auch keine so hohe, sag ich mal, Erwartungshaltung auch haben und dementsprechend auch sehr günstig vom Preis hinterher ausfallen. Mhm. Also von daher, da wieder auch für den kleinen Geldbeutel, für diejenigen, die dann ein kleines Taschengeld zur Verfügung stehen haben, auch wieder super geeignet, weil man dann trotzdem noch ein gutes Maß an Karten halt bekommen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Falls man wirklich ein Fan dieser alten Themendecks ist, beziehungsweise mit dem neuen Support dieser zu diesen Themendecks auch ein bisschen rumspielen möchte, den man auch schon zwischendurch bekommen hat. Genau. Aber kommen wir jetzt nochmal zu ein paar weiteren News. Und zwar wird unser Puzzle weiter aufgebaut. Die Säule der goldenen Tinboxen. Genau, die Steintafel, die wir schon in den ersten zwei Dritteln ja auch schon bekommen haben, in Form unserer Megatins 2020 und 2021, wird endlich zum Abschluss gebracht mit der Megatin 2022. Genau, die wird heißen Tin of Pharaoh's Gods. Also total cool. Ne? Also man kann vielleicht so ein bisschen erahnen, was auf dieser Tin drauf sein dürfte. Ja, für diejenigen, die es halt nicht können, wir haben das Bild noch mal im Hintergrund eingeblendet. Also ja, wir können endlich das Puzzle, also die Steintafel endlich vervollständigen. Genau, wir haben endlich alle drei Teile dann irgendwann in der Jahresmitte von diesem Jahr werden wir dann die Tin auch endlich bekommen. Ich kann mich auch schon wirklich sehr, sehr drauf freuen, weil da wieder auch mit Sicherheit coole Reprints drin sein werden von den letzten vier Hauptsets aus dem letzten Jahr. Das ist ja so der typische Turnus, dass da die letzten vier Hauptsets des Vorjahres in Form von Reprints mit drin sein werden und teilweise auch mit Holo-Upgrades. Das ist ja auch eine feine Sache. Aber wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau, sobald wir da mehr Infos haben, kriegt ihr da wieder ein bisschen Input von unserer Seite. So, aber jetzt wird es Zeit. Wir hüpfen rüber zu unserem Opening-Tisch und dann schauen wir uns mal das Zubehörset zum Magikoribo ein bisschen näher. Bis gleich! Und da sind wir mit unserem Zubehörset zum guten Magikoribo, der ja vor kurzem sein Release mit Battle of Chaos ja auch in Kartenform bekommen hat. Und passend dazu kriegen wir auch endlich das coole Zubehörset spendiert. Besteht wieder aus dem üblichen, Materialien, nämlich der Spielmatte, der Deckbox, dem Portfolio, dem Binder und den Hüllen, die wir leider noch nicht bekommen haben. Die sind leider noch ein bisschen in der Lieferkette stecken geblieben. Aber die haben natürlich auch dieses Mal wieder dasselbe Design wie das Binder. Wie der Binder, genau. Die also Binder. Wie das Portfolio, also wie der Ordner. Und genau, wollen wir uns die einzelnen Sachen mal im Detail ein bisschen näher angucken, weil es geht ja darum, einfach mal den Kuribo ein bisschen in den Fokus zu rücken. Und Kuribo mit Hut, Leute! Ja. Das ist doch genial. Ja, es gibt doch nichts Cooleres. Ja. Kuribo mit Hut, also ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Es gibt nichts Wichtiges, Besseres als ein Kuribo mit einem coolen Magierhut. Genau, schauen wir uns doch erstmal die Deckbox an. Auch hier wieder vorne auf der Front der Kuribo mit Hut, der Magi-Kuribo.
ne, ein richtig schönes Muster mit den Sternen. Die Anspielung auf die Fünf-Sterne-Dämmerung, die Karte, mit der wir ja die fünf Kuribo-Brüder direkt aus dem Deck beschwören dürfen. Und auf der Rückseite haben wir da nochmal ein paar Kuribo-Kugeln im Hintergrund mit drauf und den kleineren mit Hut etwas größer. Finde ich auch wirklich sehr schön. Und natürlich eine Deckbox auch wieder enthalten, wie es auch sich mittlerweile auch etabliert hat. Ein kleiner Kartentrenner, einfach um nochmal euer Main- bzw. Main- und Side-Deck von eurem Main- und Extra-Deck von eurem Side-Deck zu trennen. Mhm. Na, einfach das als schöner Inlay auch wirklich sehr passend mit enthalten in jeder Deckbox. Ta-da-da-da. Ja. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr. Ihr habt es ja schon gesehen, wir haben ja neben der Deckbox ja auch noch den wunderschönen Ordner, den Portfolio-Binder. Auch wieder sehr, sehr schick, ne? Kuribo in maximaler Größe. Auch wieder dieser coole Holo-Effekt, den wir auch hier mit drauf haben. Der ist auch wirklich sehr schön, kommt da hier zur Geltung. Auf jeden Fall. Und auf der Rückseite haben wir einfach wieder Kuribo Overload. Ja, also da ist der Multiplikator voll eskaliert und hat einen ganzen Haufen Kuribos dagelassen. Vor allem, wer kann diesen schönen großen Augen widerstehen? Ich bitte euch. Also Jana auf jeden Fall nicht. Nein. Ne? Genau, und auch in diesem Ordner, so wie sonst auch immer, haben 9 Karten pro Seite Platz, beziehungsweise 18, wenn man es aufklappt. Genau. Wir haben jetzt hier exemplarisch natürlich ein, wie könnte es anders sein, Marin Kuribo mal hineingepackt. Der ist selbstverständlich nicht im Set enthalten, genau. Aber fanden wir trotzdem sehr passend. Ne? Auch wieder sehr wertig mit dem seitlichen Einschub, was ich auch wirklich immer sehr praktisch finde. Ich habe damals noch meinen ersten Ordner mit Einschub oben gehabt und wenn man den mal versehentlich falsch rumgehalten hat, kam irgendwie so die Hälfte der Karten mal rausgeflogen. Ist ja unpraktisch. Deswegen sehr gut seitlicher Einschub und auch wieder massig Platz für viele eurer Karten in einem tollen, schicken Binder. Genau, 180 Karten finden da drin Platz. Also von daher könnt ihr da eine kleine schöne Kuribo-Sammlung euch aufbauen und hier alle schön da drin verstauen. Yes. Und gut. Jetzt kommen wir zum Herzstück, zu meinem Lieblingsstück dieses Zubehörsets. Genau, der Spielmatte, die auch nochmal. Ja, also die kommt wirklich sehr, sehr toll daher, auch mit den Zonen, die noch recht dezent gehalten sind, finde ich. Sie sind zwar deutlich zu sehen, aber nicht so übermäßig krass, dass sie jetzt irgendwie das Artwork der Spielmatte verdecken. Genau, ne? Und man hat auch hier wieder ganz viele Mini-Kuribos und den großen Magi-Kuribo schön in der Ecke in Szene gesetzt. Ja, schön im Vordergrund auch vor allem. Der einen dann auch noch so mit seinen großen Cola-Augen anguckt. Ja. Wirklich sehr, sehr klasse. Also definitiv ein tolles Set, wo sich auch die Karten wieder wirklich schön drauf präsentieren lassen. Ja, also wirklich eine runde Sache. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also das wird auch definitiv einen Platz in meiner Zubehörsammlung einnehmen. Weil, bei mir auch. Weil ich muss halt sagen, Kuribo ist eine tolle Karte. Ich meine, die ist ja auch schon in der Serie in jeder Staffel irgendwo vertreten in verschiedenen Formen. Aber der ursprüngliche Kuribo ist halt der einzig wahre Kuribo. Ne? Und ich muss auch sagen, die Farben sind wirklich sehr schön kräftig. Mhm. Auch das Violett, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Matte mit der Illusionsmagierin. Das passt einfach stimmig auch von den Farben her. Eine gute Farbauswahl, kräftige Farben, alles deutlich zu erkennen. Ja. Dezente Felder, schönes Motiv, herrlich. Ja, also von daher, ihr merkt schon, wir sind begeistert von dem Zubehörset. Würden aber auch ganz gerne mal wissen, was haltet ihr denn von dem Magi Kuribo Zubehör? Ja, seid ihr da Riesenfans von? Wollt ihr euch das Zubehörset zulegen? Wartet ihr vielleicht auf andere Zubehörsets? Habt ihr vielleicht noch andere Wünsche, was ihr für Zubehörset-Designs haben möchtet? Dunkler Magier. Ja, schreibt mal. Schreibt mal auf jeden Fall ein paar nette kleine Kommentare unter dieses Video. Wir freuen uns über jeden Beitrag von eurer Seite. Falls euch die Vorstellung gefallen hat, lasst uns auch gerne mal ein Like da. Ganz wichtig, ne? Und unser Abo natürlich nicht vergessen, damit ihr auch keines unserer Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.